Okay, also der Grundgedanke hat funktioniert. Das Ganze muss jetzt nur noch besser umgesetzt werden. Ich muss jedes Mal direkt auf der anderen Seite stehen, damit das wirklich frontal auf mich zu rennt, weil ansonsten driftet das einfach nur an der Wand entlang. Und das ist auch wirklich die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie man das Ding bekämpfen kann. So laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Was? Das war schon mein Schild? Ist es gerade direkt dagegen gerollt, mehrfach, und das hat eben nichts ausgemacht? So, diesmal hat es funktioniert. Ja, soll es rollen. Genau. So. Oh, warte, 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 warte. Nein. Nein. Ich kann keinen Axi benutzen. Ich kann keinen Axi benutzen. Naja, wenigstens ist mein Quen noch aktiv. Oh shit. Sehr gut. Ich glaube, mein Quen ist dabei noch nicht mal drauf gegangen. Aber um sicher zu gehen. Oh mein Gott. Ich bin eine fucking Legende, was Taktik angeht. Ich habe nur 700 Versuche dafür gebraucht, aber das war's wert. Gott, war das ein Der Bullshit. Numar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Ich kann mir so vorstellen, dass Leute bei dem Boss Probleme haben Meister werden. Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Er hat genug gelitten. Das Monster ist erschlagen. Der Kampf ist vorbei. Hurra den Siegern! Hey! Puh. Tänzerin bei Dark Souls 3 ist nichts gegen das Ding. Der Junge wäre beinahe gestorben. Ich wette, er wurde noch zweimal überrollt in der Zwischenzeit. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Geralt, wir müssen reden. Wir werden. Ihr redet später im Zelt. Geralt, großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Alter, die Wir Prinzessin so kommt schon. gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Sage ich das? Sage ich das? Ja. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Sogar für mich. In
Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Ja. Edle Herren, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Den Übergang hätte man geschmeidiger machen können. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Oh, guck mal, ein Fremder. Der soll mit unserer Königin oder Prinzessin oder edlen Herren einfach durch die Gegend laufen. Das ist in Ordnung.